Also wir sind Nils und Chris von der Band Revolverheld. Ja, sind hier dabei, unsere Tour vorzubereiten. Wir haben kürzlich auf die grüne Wunderkiste umgestellt und haben jetzt all unsere Amps, die live für uns relevant sind, haben wir heute geprofiled hier im wunderschönen Homestudio. Und ja, man muss sagen, das hat sehr viel Spaß gemacht und hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Haben unsere Gitarren mitgebracht, die wir live auch alle spielen, und haben hier eigentlich uns ein schönes Setup aufgebaut. Und genau, wenn wir jetzt auf Tour gehen mit unserem neuen Album Immer in Bewegung, kam letztes Jahr im September, glaube ich, raus, ne? Genau, im September. Und ist jetzt gerade die zweite Single draußen, ich lasse für dich das Licht an. Und genau, es wird jetzt erst die Release-Tour sozusagen geben. Ab 12. März sind wir unterwegs, und deswegen haben wir jetzt hier auch unsere ganzen Amps geprofiled, weil wir die Profiles mit auf Tour nehmen und dort spielen. Also es wird diese Profiles auch als Download geben auf der Camper-Page. Das heißt, ihr könnt eigentlich Folgendes machen. Ihr könnt gucken, wo wir auf Tour sind, einfach revolverheld.de anklicken. Dann könnt ihr euch das mal anhören, ob euch das gefällt bei uns auf Tour. Und wenn euch das gefällt, dann geht ihr auf die Camper-Page und ladet euch einfach die Sounds runter. Willkommen in der Zukunft. Voilà. Voll geil. Es gibt ja glücklicherweise für die Camper-Amps schöne Profiles schon im Netz zu beziehen, die man sich teilweise irgendwo kaufen kann, wenn Leute das professionell im Studio schon geprofiled haben. Das haben wir auch gemacht, dass wir so erstmal versucht haben, unsere Amps, die wir spielen, zu bekommen und dann dementsprechend anzupassen auf unsere Bedürfnisse. Wir haben aber schon gemerkt, dass es einen großen Unterschied macht, ob man jetzt mit welcher Gitarre man das spielt. Also da muss man schon sehr genau gucken, ob man dann das Profile irgendwo bekommt, was dann genau mit der Gitarre, die man jetzt auch hat, geprofiled wurde. Und in unserem Fall, wir spielen doch bei den Songs teilweise sehr dann spezielle Sachen oder Sounds, wo wir dann doch sehr genau drauf gucken, dass es wirklich eins zu eins so klingt, wie wir das auch im Studio aufgenommen haben. Und insofern hat es jetzt für uns total Sinn gemacht, dann diese Profiles auch eben mit den Gitarren, die wir dann live auch spielen, genau so zu erstellen. Und insofern hat es auch natürlich ein bisschen Zeit erfordert und ein bisschen Rumgenörde, um das dann alles so auf den Punkt zu kriegen. Das wisst ihr ja. Ich meine, ich habe, als ich das erste Mal mit dieser Kiste zu tun hatte, war ich schwer begeistert und bin immer noch begeistert. Vor allem glaube ich tatsächlich, dass man live, auch wenn man so geile Amps hat wie ihr, ne, einen besseren Live-Sound hinkriegt, weil das Mikrofon, die Schwachstelle, das kannst du, das brauchst du einfach nicht mehr. Das ist geil. Ich muss noch mal sagen, ich weiß nicht, ob das Werbung ist, aber ich habe dieses Muse-Konzert gesehen und ich bin total weggeflogen. Total weggeflogen. In der Und O2 jetzt? Da waren wir auch. Ja, stimmt, da die waren wir hatten auch. wirklich nur vier Stück davon oder so, ne? Unfassbar. Und das, also das hat mir das auch noch mal klar gemacht, dass es wirklich funktioniert. Und ich meine, besser, das könnt ihr, glaube ich, auch nicht machen, wenn man. Nee, also unsere Backliner sind auf jeden Fall extrem froh, dass wir das jetzt so gemacht haben. Und wenn ihr das macht, nehmt ein Ersatzgerät mit, oder wie ist das? Ja, also wir haben uns jetzt ein Setup gebaut, genau, mit Ersatzgerät, auch mit einer unabhängigen Stromversorgung, weil das ist das Einzige, wovor wir immer so ein bisschen Angst hatten, dass, wenn es so einen kleinen Stromaussetzer gibt, braucht es ja schon ein bisschen, um wieder hochzufahren. Aber da haben wir uns ein ganz gutes Setup jetzt gebaut, was wir mitnehmen. Einfach ein Rack mit den zwei Zwei Camper Dinge, drin okay, und einer genau. unabhängigen Stromversorgung. Genau, und Und das macht wird ihr, gut. wenn ihr Effekte benutzt? Ja. Ihr habt ja wahrscheinlich Stressboards ohne des Wahnsinns oder so, ne? Hatten wir früher, ja. Ja, Also also jetzt mit viel Zeug oder so, ne? mit viel Zeug, ja. Also wir haben das aber echt reduziert, muss man sagen. Also besonders, Chris, du schaltest dir noch ein paar Effekte vor, ne? Also so die Genau. wichtigsten, die du Ich brauchst. habe noch so ein, zwei Delays, so ein Cathedral, so ein Hallgerät habe ich doch davor Genau. und Dass du so. mit dem Heilgerät vorschaltest noch. Ja, genau. Also es ist aber einfach auch nur, weil ich das Schaltbar vorne haben will. Es gibt bei dem Cathedral so einen Effekt, der so ein bisschen wie so ein Fläche, ne? Ja. Küchenflächendings ist, was ich ab und zu benutze. Aber eigentlich bräuchte man gar keinen Hall, weil der Hall in dem Gerät sehr, sehr gut Finde ich auch ist. gut, Den benutze ich auch ja. oft. Kann man ja auch direkt schon auf die Sounds mit abspeichern. Genauso wie das Delay da drin eigentlich echt gut ist. Aber ab und an finde ich es halt ganz, ganz schön, wenn man seine analogen Sachen da noch hat. Das ist einfach auch so ein bisschen Wenn so ein dieses, Gefühlsding. genau, also manchmal auch ein bisschen, könnte auch ein bisschen ranziger sein, manchmal, ne? Ja, das Genau. stimmt. Hört ihr euch über hier oder hört ihr euch, spielt ihr mit Boxen? Also wir haben die Erfahrung gemacht, also wir hatten das erste Mal jetzt, das war so der Testballon auf so einer kleinen Radiotour, hatten wir irgendwie 12 Dates, da hatten wir das erste Mal die Camper mit und wir haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es schon cool ist, auch die Endstufe zu haben und eine Box dran zu haben. Genau. Weil, also unser FOH-Mann sagt, braucht er nicht, weil Ja, für euch auf der super, Bühne aber ja. für uns ist es Fürs halt total Gefühl, gut, für Hose flattern. weil, Ja. genau,
Erstens das und aber auch auf dem In-Ear, selbst wenn die Box nicht auf der Bühne steht, aber du mischst das Signal so ein bisschen mit rein, weil du einfach so diese Ansprache der Box hast, die schon ein bisschen was ausmacht. Klar, ich finde das. Gerade beim Dämpfen oder so, ne? So der, das Spielgefühl ist genau. Genau. Und du hast immerhin noch auch noch irgendwas, wo die Interaktion zwischen den Pickups und so, das Ding. Das finde ich wichtig. Genau. Und habt ihr schon mal gemacht live jetzt mit so einer Box? Ja, genau. Ich habe das nämlich, ich habe es hier mal ausprobiert und ich finde es sensationell. Ne? Ja, aber wir haben es so gemacht, dass wir die Boxen drehen. Also, dass die gar nicht ins Publikum schallen. So. Das ist in erster Linie einfach ein Mischsignal ist, was dann draußen auf der PA ankommt und beziehungsweise für unsere Ohren. Zur Wand zu rücken. Genau. Ja. Aber andere Frage, ist das jetzt die totale Vergangenheit hier so? Oder ist es nur noch so eine Art Möbel, was ich zum Abstürzen benutze? Ich finde absolut nicht. Also ich werde auch nicht aufhören, mir Amps zu kaufen, weil das ist einfach, ich meine, klar profilt man die Dinger da rein und so, aber ich würde auch noch nicht so weit gehen, dass ich im Studio sage, ich mache jetzt alles immer nur über den Camper und immer nur über Profiles, weil ich halt schon finde, dass es was anderes ist, wenn du jetzt zum Beispiel hier so ein Divide by 13 hast, du drehst an den richtigen Equalizer-Sachen und so und also ich würde im Studio auf jeden Fall immer mir die Amps hinstellen und gucken. Aber was natürlich Wahnsinn ist, ich habe so ein Ding bei mir zu Hause im Studio auch stehen, es ist einfach Wahnsinn, wie schnell du einfach an diese Sounds kommst, auch gerade beim Songwriting oder bei Overdubs machen oder. Mhm. Du machst das Ding an und hast den Sound und das ist der helle Wahnsinn. Ja, was natürlich toll ist, der Camper bildet ja 1:1 genau das ab, was in dem Moment gerade mit der Gitarre am besten funktioniert hat. Fürs Studio haben wir uns das jetzt vorgenommen, dass wir zumindest jedes Setup, was wir irgendwie haben, kurz einmal profilen, weil wie oft hat man es schon erlebt, dass man was replacen muss oder so und dann musst du wieder den ganzen Krams aufbauen und die ganze Mikrofonierung, was, wo, wie und so, das kannst du irgendwie 1:1 kurz replacen. Schreibt sich das gut auf, wie das hieß. Ne? Genau. Ich habe bei mir das teilweise vergessen, wie die Sachen hießen, aber Matti ist, der ist auch nicht so organisiert. Mal sehen. Aber in jedem Fall, das ist ein Punkt, finde ich auch, genau. Ja. Aber es ist schon geil, das zu haben. Also aber ich finde auch, ich benutze das Teil ja als ein Teil. Also ich nehme das so praktisch, wenn ich da drüben aufnehme, manchmal als einen vierten Amp dazu einfach. Ja. Einfach, wo ich was mache, was ich mit den Amps nicht kann. Ich benutze das manchmal für extrem futziges Zeug, was fast schon in so Synthix, also was. Genau. Dadurch, dass es nicht so viel Noise generiert, kannst du das wirklich benutzen und so. Ja. Und als wie eine eigene. Das ist sowieso nochmal das Ding, wo wir jetzt gerade dran basteln, dass wir, was kann man mit der Kiste machen, was man mit diesen nicht kann. Ja. Das ist interessant. Das ist halt ein Punkt. Je mehr man da rangeht, desto mehr wird man sehen, was gibt es da für Möglichkeiten, außer dass es aus Holz sein könnte. Habt ihr jetzt festgestellt beim Profilen, dass es Gitarren gibt, die profiled besser klingen als andere Gitarren? Ja. Ich finde, je highgainiger es wird, desto schwieriger wird es, das gut abzubilden. Da muss man schon dann ein bisschen genauer hingucken und drehen. Was meinst du, die Gitarre zu erkennen oder was ist das? Ja, wie das technisch funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Wir haben es nur eben beim Ausprobieren festgestellt, dass man da auf jeden Fall ein bisschen genauer hinhören muss, wie dann so die Gain-Einstellungen sind, dass man da nicht überpowert, so, weil das dann später sonst auch eventuell leicht kammig kriegen kann, aber man kriegt es gut hin, da braucht man einfach ein bisschen mehr Profiling-Erfahrung. Aber hast du zum Beispiel eine Stratocaster oder eine Tele oder so, klingt Profiling also genauso wie eine leicht gut, ich weiß es noch nicht. Ich finde, also wir haben, vielleicht ist es auch wieder nur so ein Gefühl, aber wir haben jetzt wirklich die Presets immer mit den verschiedenen Gitarren gemacht, weil es einfach, also wenn ich jetzt eine Tele nehme und stelle den Sound richtig geil ein, so dass es cool klingt und spiele das dann mit einer Paula, dann klingt es mit der Paula nicht gut. So, und das ist halt das Ding, was die Erfahrung haben wir halt gemacht. Deswegen es ist schon wichtig, welche Gitarre man nimmt. Genau, das finde ich nämlich auch. Das haben wir am Anfang mal nicht bedacht damals, als Thomas und wir es hier, ne? Ist egal, nimm mal irgendeine Gitarre, hau mal rein. Ja. Und so, aber stimmt, das haben wir auch festgestellt. Ich habe auch so ein paar, ich habe so einen kleinen Superchamp, so einen alten, den haben wir auch mal geprofiled. Und der hat noch so ein Ding, da kannst du den Boost rausziehen. Ja. Und als wir das geprofiled haben, hatten wir einen anderen Amp plötzlich. Ja. Also so, ich finde schon, dass man da wirklich genau drauf arbeiten muss. Also ja. Hotspot finden, wie klingt der, in welcher Situation klingt der wirklich am besten. Genau. Und dann machen, gut. Aber ich habe ja jetzt auch, wie lange habt ihr gesessen hier jetzt? Eine Woche geprofiled, ne? Ja, wir haben jetzt, also Weihnachten sein praktisch, ne? seit 2 Jahren sitzen wir jetzt hier. Genau. Wir haben jetzt ein Profile. Nee, man muss ja sagen, das ist ja eine schöne Sache, wenn man seine Amps kennt und man weiß, wo die gut klingen, dann geht das Profilen ja relativ schnell. Das ist ja wirklich eine
eine praktische Sache und auch ein großer Vorteil an dem Camper-Ding. Ne? Wenn du weißt, in der Einstellung klingt mein Amp geil, dann ist das Profilen eigentlich gar nicht ein Hexenwerk. Nee, genau, finde ich mich auch. Und was wir, also was wir noch irgendwie im Kopf hatten, ist, uns wahnsinnige Sachen zu bauen mit einem Roja hinten drin und noch irgendwie vielleicht einem U87 im Raum oder was weiß ich. Aber ihr habt ja wohl die Erfahrung gemacht, auch Matt hat das auch gesagt, dass mit dem SM57... Ja. Wir haben es wirklich ausprobiert, es nützt gar nichts. Ja. Es ist, und wer das nicht glaubt, soll es ausprobieren, es nützt nichts. Ja. Wir haben, du warst auch dabei, als ich das mit dem Raum probiert habe. Ne? So, dachte ich auch, klar. Ich habe auch gedacht, es muss doch, aber ist nicht. Es macht gar keinen. Nee, finde ich auch. Und SM8 oder SM7, was hat 58? SM57 haben wir genommen. SM7 finde ich auch gut dafür, immer so. Ja. Ja. Was wir noch ausprobiert haben, was auch interessant war, was wir vorher nicht wussten, du hattest ja eben Effektpedale auch angesprochen. Ja. Also wir haben zum Beispiel bei so 2-3 Sounds einen Tube Screamer nochmal vorgeschaltet, um irgendwie die Röhren ein bisschen anzublasen. Was geil ist. Und das hat tatsächlich super funktioniert. Ja, also das konnte man echt gut abbilden. Ja. Das ist auch so eine Sache, die man jetzt mit gekauften Profiles oft nicht kriegt, dass das genau das Ansprechverhalten so ist mit deiner Gitarre, mit deinem Amp und dem Tube Screamer davor. Und das hat wirklich wunderbar funktioniert. War das finde ich auch. Ich habe so eine kleine, die heißt Chili Box. Das ist kennst du, ne? Ja. Die macht so viel aus. Also würde ich... immer empfehlen. Also ich habe das immer jetzt, ich benutze es nur noch vorhauen und dann geht irgendwie so ein bisschen mehr die Sonne auf. Ja, ne? Ja, das ist halt ganz geil. Dann ich sag schon mal adieu. Franz, ciao. Wir sehen uns garantiert irgendwo bei einer ich weiß, wo wir uns immer sehen. Scheiße, oh Gott, ich will das Ding nicht vermeiden. Wir sehen uns nämlich immer in derselben Kneipe. Ah. Ehrlich. Ja, vielen Dank an Franz nochmal, dass er uns hier die Home-Studios zur Verfügung gestellt hat fürs Profile. Super. Hier hat man schön viel Platz und das ist echt, muss man sagen, eine geile Sache. Stark. Vielen Dank.